herzlich willkommen bei Fittorial und der 30-Tage-Challenge. Wir sind bei Tag Nummer 28. Ihr seht, dass wir hier sitzen. Das ist ein gutes Zeichen für euch. Ihr müsst kein Workout machen, ihr müsst uns einfach nur zuhören und die Worte, die wir sagen, so richtig in euer Gehirn einbrennen lassen. Dann werdet ihr nämlich zum Sportler. Worüber möchten wir heute mit euch sprechen? Tempo. Wir reden jetzt mal ganz, ganz langsam. Ja, wir möchten das Thema Langsamkeit, gibt es das Wort? Nee. Doch. Doch? Klingt komisch. Schnelligkeit und Langsamkeit. Kalt, lang, egal. Auf jeden Fall neigt man häufig dazu, gerade in unserer jetzigen Zeit, alles muss irgendwie schnell klappen. Wir müssen das Workout noch irgendwie zwischenpacken. Wir haben ja nur 5 Minuten, alles ist irgendwie hektisch. Und das ist bei Sport, das ist bei Fitness, das ist bei körperlichen Fähigkeiten echt kontraproduktiv. Denn häufig ist der Schlüssel zum Erfolg, dass man es langsam macht. Ja. Fangen wir mal an mit dem Ausführen einer Übung. Ja? Häufig fragt man mich zum Beispiel, wie viele Klimmzüge kannst du eigentlich? Und ich finde, die Frage ist ein bisschen schwachsinnig. Weil die Frage ist ja so, wie viel kann ich? Ja, das kommt darauf an, wie schnell mache ich sie denn? Ja, ich kann jetzt ganz schnell da so meine Klimmzüge runterreißen. Technik völlig für den Eimer. Ich schlacker da rum, ich mache viel mit Schwung. Das ist ja gar nicht die Frage, sondern die Frage ist ja, wie viel Kraft hast du? Wie lange kannst du diese Kraft eigentlich auch im Körper sozusagen nutzen? Und ja, dann, wie sauber arbeitest du? Also weil nur in dem Moment setzt du deine Kraft ja auch wirklich effizient ein. Genau, und gerade bei so Klimmzügen ist das so eine Sache, ich kann 15 Klimmzüge machen, die mich weniger anstrengen als 5. Mhm. So, woran liegt das? Natürlich am Tempo. Wenn ich mich ganz, ganz langsam erstmal hinhänge, in die Vorspannung gehe, langsam hochziehe, oben vielleicht kurz halte, den Bauch anspanne, die Beine kompakt halte und vorne halte oder so, dann merke ich, wie auf einmal alle Muskelgruppen arbeiten und diese Ausführung ist natürlich viel, viel, viel effektiver. Ich habe eine kurze Anekdote, die ich noch kurz einbringen möchte. Das war schon, ich weiß nicht, wie lange es her ist, 5 Jahre oder so. Ich war im Fitnessstudio und ich sah einen Typen, der mal locker Mitte 50 war und der machte seine Workouts und der Typ, der sah aus wirklich komplett drahtig, jeden Muskel sah man, auch so wirklich die kleinsten Muskeln irgendwie noch, also der Typ hat mich beeindruckt und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gefragt, ey, du musst mir dein Geheimnis verraten, ne? Was für Mittelchen nimmst du, keine Ahnung, also ich habe gefragt, was ist dein Trainingsgeheimnis? Und er sagte zu mir, das war noch ganz lustig, er hatte so einen französischen Akzent und er sagte, du musst die Übung langsam machen, ganz langsam. Und dann zeigte er mir so, wie man zum Beispiel so eine Schulterübung mit so einem Seilzug macht, dann sagt er ganz langsam und am Ende noch langsamer. Und dann, du sahst dir den Typen an und hast gedacht, okay, so wie der aussieht, kann er nichts Falsches behaupten. Das muss stimmen, was der sagt. Und ich habe das danach dann auch für mich entdeckt, dass gerade bei den Körperstabilitätsübungen und so das Tempo wirklich entscheidend ist. Natürlich kann man jetzt sagen, sowas wie Schnellkraft funktioniert nicht langsam, das ist klar. Wenn ich Sprungkraft trainieren will, muss ich explosionsartig springen. Aber natürlich, aber auch da machst du dich warm. Oder auch ein Sprinter, der geht nicht auf die Laufbahn und huisch, rast los, sondern der wird sich erstmal locker einlaufen, genau, bevor er dann in die Vollen geht. Genau. Und das ist auch grundsätzlich so ein Thema, weil wir ja auch immer davon sprechen, reinspüren in den Körper wahrnehmen, was der tut, welche Muskeln arbeiten. Und das kannst du wirklich am besten, wenn du es erstmal langsam machst. Ja. Und das kannst du ja auch zum Aufwärmen einfach machen und wirklich dann nochmal komplett auf die Technik achten, auf die Ausführung. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ein paar Wiederholungen, dann kannst du ja auch schneller werden, weil die unterschiedlichen Tempi ja auch wieder dem Muskel unterschiedliche Reize setzen. Genau. Jetzt hast du es gerade schon mal so angedeutet, jemand wird nicht oder sollte nicht völlig kalt in eine schnelle Bewegung gehen. Wenn wir über das Thema Geschwindigkeit, Tempo bei der Ausführung sprechen, dann sprechen wir vor allem auch über Verletzungsgefahr. Ja. Denn es ist ganz klar so, Verletzungsgefahr herrscht eigentlich immer da, wo wir eben schnelle Bewegungen haben. Schnell, was manchmal einfach mit Unkontrolliertheit einhergeht. Genau, also wenn wir zu schnell agieren, dann kann es sein, dass wir sozusagen so einen Überschwung an irgendeiner Bewegung haben und dann auf einmal ist der Muskel nicht mehr stark genug und dann zieht es an den Bändern und dann kriegen wir irgendeine Reizung rein.
Nicht umsonst sagt man im Grunde, dass das absolut beste Reha-Programm ist eigentlich Schwimmen. Oder also, ne, wenn, gerade wenn man Verletzungen hatte oder so. Woran liegt das? Im Wasser haben wir den Wasserwiderstand. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, schnelle Bewegungen zu machen. Du kannst ja mal versuchen, im Wasser irgendwie schnell deinen Arm zu bewegen. Das ist maximal so. Und das ist halt wunderbar, weil du es nie schaffen wirst, irgendwie überzuschwingen und dass der Arm noch irgendwie zu weit geht, weil das Wasser bremst dich die ganze Zeit. Und da wird auch nochmal klar, wie sehr das auch wichtig ist, beim Tempo darauf zu achten, damit du eben dich nicht verletzt. Ja. Wenn ihr das jetzt mal so gehört habt, dann könnt ihr vielleicht ja mal beim nächsten Mal, wenn ihr ein Fitorial 5 macht, einfach mal schauen, jede Übung komplett langsam zu machen. Ihr werdet feststellen, es ist nicht weniger anstrengend. Unter Umständen ist es sogar anstrengender. Anstrengender, ja. Also wirklich mal die Kniebeuge ganz langsam. Jede Liegestütz ganz langsam. Und jeden Zentimeter des Weges spüren. Ja, einfach mal machen. Und ich garantiere euch, wenn ihr das sozusagen auch jetzt mit in euren ganzen Prozess zum Sportler mitnehmt. Das ist etwas, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen bei Verletzungen, aber auch beim Krafttraining und so weiter. Also mal ruhig und langsam angehen lassen die Sache. Das hilft.